Die Bundesregierung plant für das nächste Jahr alles in allem 100 Milliarden Euro neue Schulden. Das ist eine 1 mit 11 Nullen, wie Sie hier auf meinem Monitor eindrucksvoll sehen können. Wenn die Wirtschaftskrise vorbei ist, soll der Staat ohne neue Schulden auskommen. Das wurde von der Großen Koalition sogar ins Grundgesetz aufgenommen. Wir wollten von den großen Parteien wissen, wie und wo sparen sie in der nächsten Legislaturperiode nach dem Ende der Krise. Schließlich sind die Schulden von heute die Schulden von morgen. Mitte der 60er, Zechensterben, Deutschlands erste große Krise. Neuverschuldung des Bundes umgerechnet 4,5 Milliarden Euro. Höhere Steuern oder Ausgabekürzungen, die Koalition ist gelähmt. Die Lösung? Steuern rauf statt Ausgaben runter. Aus Protest tanken die FDP-Minister ab. Auch heute lehnt die FDP Steuererhöhungen ab. Aber wie soll sonst nach der Krise das Defizit sinken? Die FDP präsentiert ein Sparbuch. 300 Seiten dick. Mit Sparvorschlägen von 10,5 Milliarden. Doch gleichzeitig soll die Einkommensteuer auf einen Stufentarif schrumpfen, also weniger Einnahmen. Wie viel, das rechnet Dr. Alfred Boss für plus minus aus. Boss ist nicht irgendwer. Im Arbeitskreis Steuerschätzung berechnet er für die Bundesregierung seit Jahren, wie viel Plus und Minus der Staat zu erwarten hat. Und bringt der FDP-Vorschlag nach Ende der Krise weniger Neuverschuldung? Es gibt Sparvorschläge, die sind aber im Vergleich zu dem, was notwendig wäre auf der Ausgabenseite, eher bescheiden. Es wäre zu erwarten, dass für etliche Jahre das Defizit des Bundes und des Staates insgesamt wesentlich größer wäre, als das sonst der Fall ist. Also statt weniger Schulden werden es mit der FDP sogar mehr. In den 70er Jahren wurde die Ölkrise zur Wirtschaftskrise. Mit neuen Staatsschulden kämpft SPD-Kanzler Schmidt dagegen an. Danach gutes Wirtschaftswachstum und steigende Steuereinnahmen. Trotzdem 11 Milliarden neue Schulden pro Jahr. Und was plant die SPD heute? Nach der Krise will sie zum Schuldenabbau den Spitzensteuersatz anheben und eine Börsenumsatzsteuer einführen. Macht Mehreinnahmen von 5 Milliarden. Dazu sollen die Ausgaben für Bildung steigen, genau wie die Kinderfreibeträge. Der Eingangssteuersatz für Geringverdiener soll sinken, macht mehr Ausgaben von ebenfalls 5 Milliarden. Wo bleiben da die Einsparungen? Antwort der SPD: Eine Senkung der Staatsausgaben ist kein Wert an sich. Aha. Dieses Programm würde bewirken, dass aufgrund einzelner Maßnahmen Mehreinnahmen in die Staatskasse fließen. Andere Maßnahmen führen dazu, dass Geld fehlt. Letztendlich würde es aber dazu kommen, dass die Verschuldung nicht beeinflusst würde. Das Defizit bliebe hoch über den gesamten mittelfristigen Zeitraum. Anfang der 80er, Kanzler Kohl. Er macht trotz Aufschwung noch mehr Schulden als seine Vorgänger. Keine Spur von Sparen und Defizitabbau. Dann, nach der Wiedervereinigung, schlägt CSU-Finanzminister Weigel alle Schuldenrekorde. Und heute? Auch im nächsten Aufschwung will die Union nicht mehr sparen, sondern mehr Einnahmen. Für Bildung will sie ein Drittel davon aufwenden. Für Steuersenkungen ein weiteres Drittel. Zur Vermeidung der Neuverschuldung noch ein Drittel. Doch woher sollen die Mehreinnahmen kommen? Antwort: durch Wirtschaftswachstum. Ist das realistisch? Die Selbstfinanzierung ist sehr begrenzt. Man würde über diese Steuersenkungen das Defizit erhöhen. Wenn man das verhindern wollte, bräuchte man ein Wirtschaftswachstum vermutlich in der Größenordnung von 10%. So etwas hatten wir in einzelnen Jahren der 50er Jahre. Im Schnitt hatten wir damals 8%. Aber es ist abwegig zu erwarten, dass so etwas in den Jahren 2011, 12, 13 wirklich möglich ist. Als einziger Finanzminister senkt Hans Eichel tatsächlich den Schuldenstand einmal, 2001, nicht durch Sparen, durch den Verkauf der UMTS-Lizenzen. Danach steigende Arbeitslosigkeit, Rezession, der Schuldenberg wächst weiter. Im Schnitt macht die rot-grüne Regierung Schröder-Fischer pro Jahr 22 Milliarden neue Schulden. Und? Haben die Grünen heute Ideen, das Defizit in den Griff zu bekommen? Nachhaltiges Sparen? Auf unsere Frage kam
Keine Antwort. Dafür aber von den Linken. Sparen wollen sie die Auslandseinsätze der Bundeswehr. Ansonsten Mehreinnahmen durch höhere Erbschaftssteuer. Für Unternehmen deutlich erhöhte Körperschaftssteuer. Höhere Spitzensteuersätze plus neue Millionärssteuer und eine Börsenumsatzsteuer. Das soll Mehreinnahmen von 100 Milliarden bringen. Genug, um ohne neue Schulden auszukommen? Es hätte zur Folge, dass Unternehmen ins Ausland abwandern. Und letztendlich hätte man mit diesem Programm erreicht, dass die wirtschaftliche Entwicklung in Deutschland über Jahre hinweg sehr viel schlechter wäre, als es sonst der Fall wäre. Und die berechneten Mehreinnahmen? Die Mehreinnahmen stehen auf dem Papier, aber die Rechnungen hinter diesen Mehreinnahmen sind schlicht und einfach unseriös. Schade. Vor der Wahl sparen die Parteien vor allem an Ideen zum Sparen.